Die grossen Modemacher wie Chanel oder Blue Marine, die beziehen häufig ihre Stoffe für ihre Traumrobe bei uns in der Schweiz. Couturier Rosemarie Amacher, die bekannte Modedesignerin, die macht es jetzt aber möglich, dass auch sie daheim so ein edles Stöffchen posten können. Regina Kastelberg. Ob wallende Röcke oder stylische Glitzer-Outfits. Viele der hochwertigen Traumstoffe auf der Laufsteg kommen aus der Schweiz. Der Couturier Rosemarie Amacher, ihre Stoffkollektionen gehören dazu. Sie reisen um auf der ganzen Welt und suchen überall die Stoffe zusammen. Im letzten Jahrhundert habe ich gesehen, dass wahnsinnig viele Kleider in der Haute-Couture aus Schweizer Stoffen sind. Also über die Jahre kenne ich viele Fabrikanten in der Schweiz, die wunderbare Textilien machen, die auch selber noch Webstühle haben. Darum hat Rosemarie Amacher jetzt eine Stoffkollektion erstellt, wo nur Schweizer Anbieter drin zu finden sind. Die und auch alle anderen Stoffe in ihrem Atelier sind schon ab 50 cm zu haben. Und nicht nur den grossen Designern vorbehalten. In den Modeheften hat man jetzt sehr oft sieht man schöne bunte Blumenmuster und wir haben oft passende Stoffe dazu, beziehungsweise sogar das Original vom Designer. Auch beim Hochzeitskleid von Kate Middleton ist es nicht ganz ohne die Schweizer Stoffbranche gegangen. Ich habe gesehen, was sie für einen Schleier anhat. Und das ist ein Rascheltüll. Der ist ein Bobinett. Und den haben wir genau so lieferbar in einem kleinen Mitrage für ein Hochzeitskleid. Wenn es raschelt und rauscht, schlägt der Couturier ihr Herz sowieso höher. Das ist jetzt ein rauschender Stoff, daher der rauschende Ball. Das ist ein Lieblingsstoff von mir, wo Martin Leutold vom Schlepper St. Gallen, also auch Schweiz, jetzt in der Haute Couture laufen hat. Rosemarie Amacher hat viel zu erzählen über ihre Stoffe. Das ist jetzt ein richtiger Designerstoff. Und zwar vom Blue Marine ist der jetzt neu in der Frühlingskollektion, Sommerkollektion drin. Das ist jetzt ein Stoffmuster vom Dolce Gabbana aus Leinen mit einer Gipfelspitze dran. Und auf dieser Seite sieht man ein Dolce Gabbana aus einem Leopardenprint. Das ist ein neuer Organza. Satinata und der wird auf dem Laufsteg gesehen sein, den nächsten Winter. Rosemarie Amacher will dank ihrer Geschäftsidee ein Umdenken in Gang bringen. Der Stoff ist doch das, was wir eigentlich am nächsten auf dem Körper haben. Und darum ist es mir wichtig, dass wir das fördern können und dass man das auch im Kleinen beziehen kann. Und sich dabei modisch ganz gross fühlen kann.